Patrick Süskind. Das Parfüm. Möglicher Interpretationsansatz und Rezeptionsgeschichte. Hast du gewusst, dass die US-amerikanische Grunge-Band Nirvana in einem ihrer Songs Grenouille die Hauptfigur in Patrick Süskinds Roman Das Parfüm besingt? In diesem Video erfährst du mehr darüber. Bevor wir aber zur Rezeptionsgeschichte des Textes kommen, soll es um seine Interpretation als postmoderner Roman gehen. Wie bei jedem literarischen Werk gibt es auch für das Parfüm nicht nur eine einzige richtige Interpretation. Vielmehr muss man von einer ganzen Reihe möglicher Interpretationsansätze ausgehen. Insbesondere, weil die Deutungsoffenheit eines der markanten Merkmale von Süskinds Roman ist. Das bedeutet, dass im Roman selbst viele mögliche Lesarten angelegt sind, sich aber keine davon als die einzig richtige herausheben lässt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com